Hexapoda, was ist das wohl? Hexa ist ja die Zahl 10. Fast. 9, 11, 9, 8. Nee, 8 nicht, ist Okt. War es 8? Nee. 7. Fast. 6? Ja. Ah, du bist so klug, Alter. Ey, krass. Du kannst einfach Spanisch. Ja. Eine News von einem Superallmann. Hans-Jörg schreibt, ich lese sie es einfach mal vor. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, über die letzten Wochen hinweg sind mir einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Ich habe mir die Zeit genommen, dies zu protokollieren. Samstag, 22.55 Uhr. Wumms. Eine Haustür fällt laut ins Schloss. Das muss nicht sein. Sorry, aber das finde ich fast schon wieder cool. Sonntag, 12.42 Uhr. Bong, bong, Papier, nimm zwei, liegt auf der Treppenstufe zwischen dem zweiten und dritten Stock. Klammer auf, vierte Stufe. Sonntag, 17.48 Uhr. Der Deckel der linken Altpapiertonne war noch geöffnet. Hab ihn geschlossen. Dienstag, 22.13 Uhr. Ein Kind schreit. Sollte eigentlich schon im Bett sein. Lieber auf einem Kuchen sitzen mit einem Dick im Gesicht oder auf einem Dick sitzen mit einem Kuchen im Gesicht. Ja, aber es ist doch schade um den Kuchen im ersten Fall. Auf dem Kuchen zu sitzen ist doch einfach sinnlos. Das andere wiederum ist wenigstens in beiden Hinsichten sinnvoll. Ein Kuchen im Gesicht, da kannst du einen Kuchen essen. Und auf dem Dick zu sitzen, wer mag das nicht? Ah, der sinnige König. Ich bin der sinnige König. Yes, ich finde einen Sinn in allem. Ich glaube, viele Leute haben einen Arbeitscrush, ganz ehrlich. Ich meine, wir arbeiten gerade zusammen. Ich habe auch gerade Crush auf dich. Oh. Ja, voll süß. Erzähl weiter. Jetzt bin ich raus. Ich bin mir relativ sicher, dass Insekten Tiere sind. Es gibt doch Säugetiere, es gibt Vögeltiere. Und Spinnen sind ja auch keine Insekten. Sondern? Spinnen sind Spinnen. Hä? Weil die 8 Beine haben. Es geht doch gar nicht. Hey, ich dachte, es gibt noch nur so eine Handvoll Arten. Es gibt Vögel. Ja, Vögel sind Tiere. Ja, Säugetiere sind obviously auch Tiere. Und Insekten sind Insekten. Nein, Insekten Tiere. Kein Mensch sagt Insektentiere. Kein Mensch sagt Vögeltiere, aber trotzdem sind Vögel Tiere. Ja, Vögel sind ja auch Tiere. Das schließt ja auch nicht aus. Ja, ja nicht obwohl aus. Kein Mensch sagt Vögeltiere. Hä? Warte, ist es, verarschst du mich gerade? Das ist doch gar keine Argumentation, die wir gerade hier führen. Hey, du sagst, Insekten sind keine Tiere. Alle Tiere sind Tiere. Ja, auch und Insekten. Alle Insekten sind Insekten. Vögel gehören zu Tieren. Warum gehören Vögel zu Tieren? Wer sagt das? Boah, die deutsche Sprache? Nein. Ich habe was Tolles rausgefunden. Ich weiß jetzt etwas, was ich vorher nicht wusste. Und es macht mich glücklich. Und ich möchte dich teilhaben lassen an diesem Wissen. Ey, ich hoffe, du langweilst mich nicht, ne? Ja, das wird dir gefallen. Das kann ich jetzt schon sagen. Du hast die Messlatte ganz, ganz hochgeschraubt. Ja. Also ich bin richtig gespannt. Muss ja sich irgendwie um mich handeln jetzt auch, oder? Nee. Weil alles andere interessiert mich gar nicht. Ich bin gespannt. Aber da fahren ja mehrere Eisenbähne durch... Da fahren ja mehrere Züge auf diesen Gleisen. Eisenbahns. Hey, nein. Eisenbahne? Eisenbahns bestimmt doch auch nicht, oder? Eisenbahne? Ey, wir sind in Plural generell recht schwach, so generell recht schwach. Mehrere Züge fahren generell ja. Generell recht schwach. Ja, in Plurale. In Plurals? Oh mein Gott. Wie alt muss ein Kind sein, damit man sagen kann, ganz liebe Grüße? Stell dir vor, du hättest ein Kind und das wäre 3 Monate alt. Und ich würde dir sagen, ey, ganz liebe Grüße übrigens an deinen Sohn. Dann würdest du mich doch angucken und sagen, Bro, der ist 3 Monate alt. Boah, nee, ich würde da reinhauen. Wenn er aber 20 ist, dann sage ich so, yo, ganz liebe Grüße an deinen Sohn. Ich will nicht, dass du mit meinem Sohn abhängst. Ich will meine Familie einfach raushalten. An welchem Alter kann man erst sagen, liebe Grüße an deinen Sohn? Das ist aber eigentlich echt eine gute Frage, ne? Danke! 17. Ich würde viel niedriger gehen. Was? Wenn dein Sohn 12 ist und ich kenne den so. Nee, dann lässt du den in Ruhe. Nein, den will ich überhaupt nicht. Der kann doch nicht mal sprechen mit 12. Was will der mit liebe Grüße? Das ist ein eigenständiger Mensch mit 12. Eigentlich bist du auch mit 6 schon ein eigenständiger Mensch. Ja, ach. Kann ich nicht 6-Jährige grüßen? Nicht mein 6-Jähriger. Okay, das klingt jetzt auch weird, ne? Alles ist strange gerade. Nee, kann ich jetzt wieder zurückrudern? Ich will nicht eure 6-Jährigen grüßen. Sondern 4-Jährigen oder was? Nein, ich will jetzt niemanden mehr grüßen. Ich will nicht kommunizieren mit kleinen Kindern. Ja, dann hör auf damit.